Ha! Ich habe deine Falle ausgetrickst. Ich setze immer schön Riesen vor die Nachthexen, damit, falls deine Falle ist. Ja, sehr intelligent. Hochintelligent. IQ 250. Gut. So. Dann begrüße ich euch jetzt zu dem, wie nennt sich das? Testspiel? Kann man das Testspiel nennen? Ja, kann man Testspiel nennen. Ja, zu zwei Testspielen in Clash of Clans. Timo und ich, wir haben beide eine Base gebaut. Ich habe meine ja schon seit längerer Zeit, aber er hat sich schön die Mühe gemacht und mir eine spezielle Trollbase, nenne ich sie jetzt mal, gebaut. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Hast du irgendwelche Vorgaben, womit ich nur angreifen darf oder darf ich nehmen, was ich will? Also, es wäre, glaube ich, nicht ganz gut, wenn man mit Boden angreifen würde. Ich soll mit Luft angreifen? Also nicht mit Luft. Ja, ich dachte schon. Ja, ich soll mit Boden angreifen. Und am besten keine Zauber wahrscheinlich, ne? Zauber sind dick. Geil. Ja, weil aber Sprungzauber würde ich trotzdem lieber weglassen, ne? Ah, wegen Mauern. Gut. Ah, ich sehe es schon. Oh, 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 oh. Ja, du hast die Adlerartillerie da stehen und die Bogenschützentürme. Ist auch irgendwo die Doppelkanone? Ja, da hinten mit dem schnelleren Bogenschützenturm. Gut. Dann würde ich jetzt erstmal meine Golems vorschicken, ne? Okay, ja. Ich denke mal, wird die Adlerartillerie ziemlich schnell aktivieren, ne? So, Heiler lasse ich einfach auch mal weg, damit. Ach Mist, warte, ich muss die Armeelage hier eben wegmachen. Heiler lasse ich auch eben weg, damit die Truppen dann auch wirklich die volle Power dann der Trollbase abbekommen, ne? So, zack. Ja, deswegen habe ich sie auch davor gesetzt, so. Gut. Ja, da ist sie. Sie haut schon rein, meine Magier. Sie bekommen Schaden. Okay. Ah, Mist, der Magier geht woanders hin. Okay, dann lasse ich das jetzt erstmal. Ich bin zu spät. Ah! Mein King! Nein, mein King ist tot. Okay. Ja. Aber ich komme durch. Gut. Aber du hast den Single entfernt und das ziemlich gut geplayt, muss ich schon sagen, da an der Stelle, siehst du? Ja. Wobei der Single, der ist, glaube ich, ziemlich stark hier gerade. So, Queen muss ich eben schnell zünden. Und die. Ah, scheiße, hat eine Art, der viele Leben. Okay, die Skelette werden die gut aufhalten. Okay, da war noch ein Tesla. Ja. Okay, du willst meine Packers zerstören. Oder er überlebt. Er hat's überlebt. Die Trollbase ist geschafft. Gut. Danke, aber du hast mich ordentlich zerstört mit dieser Trollbase. Es hat am Ende nur noch ein Packer überlebt. Okay. Okay. So, bist du bereit für meine Trollbase? Ja, sorry, kurze Unterbrechung. Ich habe da gerade locker bestimmt 2,5 Minuten weggeschnitten, wo wir versucht haben, die wieder zu bekommen. Ne? Denn meine Trollbase wurde zerstört von der Beuteklaue und ein paar Pflanzen, die gewachsen sind. Die sind immer Pflanzen, ne? Und deswegen können wir die momentan nicht spielen. Wir greifen mal meine normale Base an und wir machen ein paar lustige Dinge im normalen Dorf. Und dann machen wir im nächsten Trollbase-Video nochmal was dazu. Yeah. Ich mache meine normale Base, ne? Du hast jetzt ziemlich starke Truppen, wie ich finde. Und dann soll das auch nochmal was sein. Zack. Was, Golem? Sag nur Level 1 Golem. Okay, ja. Level 1 Golem ist nicht so. Das macht jetzt nichts aus. Okay. Aber was mir auffällt, ist, du hast noch keine Adlerartillerie. Das ist schon mal ein Vorteil für mich. Ja, ich bin noch gerade Level 10. Ich bleib da noch ein bisschen in etwas. Ja. Aber. Ja, okay. Interessante Angriffsstelle, von da wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja, warum nimmst du nicht deine Blitzzauber? Ja, brauchst noch ein paar. Ja, okay. Noch wieder.
Okay, ah, ein Packer ist weg, ein Packer ist weg. Ja, die Golems hauen auch nicht rein. Ich meine, du hast ja auch die Wutattacke des Wordens. Ja, richtiger Punkt. Mist, stimmt, ich hatte da einen Single Inferno. Der. Scheiße, hast recht. Wobei, ich hätte ehrlich gesagt mit weniger gerechnet, mit weniger Prozenten. Ich meine, was hast du gerade gesagt? Hast du gerade gesagt, meine Base ist gut? Ja, du hast auch eine gute Base. Oh. Oh, cool. Oder ansonsten können wir auch ein Duell im. Ja, in der Bauarbeiterbasis machen. Wie wollen wir das machen? Du bist ja noch nicht Meister Route 8. Doch, ich bin jetzt Meister Level 8. Ich bin frisch hochgegangen. Hab Megatesla seit einiger Zeit und relativ maxed Abwehr. Von der Radius Level 7. Okay, gut. Ne, wir sehen jetzt ja nicht, was der andere macht, ne? Das ist ganz lustig. Ja, das ist ein interessantes Match, vor allen Dingen, weil ich gerade aus Versehen Superpacker statt Barbaren gesetzt habe und die Außenstehenden. Spielst du mit Barbaren? Ja, ich hab Barbaren zum Aufräumen und dann Superpacker, um eben alles auszuführen. Ha! Ich hab deine Falle ausgetrickst. Ich setze immer schön Riesen vor die Nachthexen, damit, falls deine Falle ist. Ja, sehr intelligent. Hochintelligent. IQ 250. Ha. Ja, das wird schon kritisch. Gut, ja, Superpacker zerstört jetzt den Zerschmetterer. Ja, sieht gut aus, aber du hast deinen Megatesla auf dem hohen Level, sehe ich gerade. Level 3 oder 4 ist das? Ne? 2? Oh. Okay, ja. Sieht nach 100% aus, mein Guter. Ja, ich hab bei dir nur 2 Sterne. Nur 2 Sterne? Mit 2 Sternen kann man leben. Du hast viel schlechtere Abwehren als ich. Okay. Und du hast deine Level? 11, ja, so groß ist das, der Unterschied jetzt auch nicht, ne? Mein Superpacker ist gerade mit sehr wenigen Leben außen rumgelaufen. Aber, gut. Weil mit dem Superpacker? Ja? Meinst du gerade mit dem Superpacker? Ja, genau, das ist schon Glück wieder, Leute. Oder bei der Kampfmaschine finde ich das noch schlimmer. Wenn die Kampfmaschine scheiße läuft, hast du verkackt. Okay, ich schau mal, wie viele Minuten meine Aufnahme ist. Okay, meine Aufnahme ist knapp bei 8 Minuten, ne? Denkst du, wir können noch ein Duell hinten ranhängen oder sollen wir das jetzt dann das Video beenden an der Stelle? Ich kann noch ein Duell dranhängen, ich hab noch Zeit. Alles klar, ja, dann hängen wir nochmal ein Duell dran. Ja, wir können ja mal probieren, mit einer Taktik anzugreifen, die wir gar nicht benutzen. Die wir nie benutzen. Welche? Auf welchem Level sind so deine Truppen, die du nicht benutzt? Dann würde ich mal sagen, greifst du mit Kanonenkarre, Hexe und Ballon an und ich greife mit Ballon, Lakaien und Barbaren an, denn das sind meine niedrigsten Level. Okay, Moment. Puh, das sollte eine Challenge werden. Ach ja, genau, ich muss noch Superpacker mit reinnehmen, denn meine Superpacker sind Level 2. So, gut. Dann nehme ich mal. Okay, Lakaien. So. Nein! Mir ist die Zeit abgelaufen. Ich habe Bauerbrecher drin. Super, ist nicht schlimm. Die habe ich Level 14. Okay, komm, muss ich jetzt fair sein. Ich darf meine Mauer und den Brecher nicht benutzen. Nö, darfst du benutzen. Alles gut. Okay. Ja, gut. Ja, die tun jetzt ihren Job. Ja, machen sie gut. Ja, meine Netballons sind auch schon gut am Fliegen. Meine Hexen am Fledermäuse machen. Mhm. Kampfmaschine ganz schnell finden. Das ist mein einziger Tank natürlich. Aber was mir TT für eine Taktik immer mal gesagt hat und auch natürlich auch gut funktioniert, ist, wenn man Kanonenkarre und Riesen. Das mache ich auch gerade gerne manchmal. Bei Basen, es gibt manchmal in letzter Zeit bei mir Basen, da bietet sich das wieder an und dann mache ich das auch schon mal. Okay, meine Mutantenlakaien, die machen gerade auch schon ihren guten Job.
und räume hier für mich die Armeelager weg, damit da mein Bombenwerfer dran kann. Mein Ballon war jetzt nicht schuld. Oh, du schaust schon zu? Ich habe mir Zeit gelassen. Wenig. Ich mache nichts mehr draus. Wie viel Prozent? 24. Da habe ich jetzt sogar Chancen. Oder denke ich das nur? Weil Scheiße, Superpacker ist schon weg. Hast du die Kampfmaschine benutzt? Wahrscheinlich mein Problem waren eher die Nacht. Hast du die Kampfmaschine benutzt? Ja, ich habe die Kampfmaschine benutzt. Okay. Ich nehme mich gerade noch nicht, dann mache ich damit nochmal eben so ein bisschen aufräumen hier an der Seite. Mhm. Wobei, das war irgendwie ganz lustig, mit so einer Taktik anzugreifen, mit der man eigentlich nicht spielt. Interessant, wie viel so eine Kampfmaschine... Wie bitte? Ja, so Kampfmaschine, am besten ist natürlich, wenn man die Kampfmaschine am Anfang in die Ecke setzt, einmal zündet und dann, wenn die im Ziel ist, kann man die ja dann noch ein zweites Mal zündern, weil die Zeit umgelaufen ist. Ja, das ist gut. Okay. Ja, aber das war doch mal ein ganz interessantes Video und ich denke mal, dass wir beim nächsten Mal, wenn meine Trollbase wieder zu benutzen ist, können wir die auch spielen, ne? Genau, ich mach dann auch noch eine weitere, die dich im Boden sinken lassen wird. Okay, dann lass mich überraschen, ne? Genau. Gut, bis dann, ciao.